Da sehen wir auch was. Ja, ja, Gesundheitsschutz ist mir egal. Was, beim Sex 3 Minuten? Wer hat denn 3 Minuten? So viel Zeit habe ich gar nicht für einen Sex. 3 Minuten Sex, was? So, mal ganz kurz gucken. Das funktioniert, wunderbar. Ah, und das Gamepad leuchtet. Ah, okay, es leuchtet scheinbar nur, wenn es gebraucht wird. Assassin's Creed Origins. Klobelohnung. Ach genau, ich habe mir ja noch Ezios Montur gekauft im Shop. Für ein paar Coins. So, und irgendwelche anderen Monturen scheinbar auch noch. Ich weiß nicht, wie ich die kriegen kann, aber das werden wir wahrscheinlich noch sehen. Bayek, da ist er, der Gute. So, Qualität steht auf ziemlich hoch. Hier, das sind jetzt die Sachen, die ich jetzt hier... Du findest sie in deiner Bonus... Was? Was? Wo sehe ich das? Du findest die vollständige Liste in deiner Bonus... Im Tab Eigentum im Shop. Shop. Eigentum. Aguilas Montur ist Twitch Prime. Ach so, ah, okay. Okay. Ezios Montur habe ich aus dem Ubisoft Club gekauft. Das ist Twitch Prime. Das ist, das müsste dann Deluxe Edition sein. Das müsste auch Deluxe Edition sein. Das ist dann auch Twitch Prime. Und das ist auch Deluxe Edition. Müssen wir da, kann ich die jetzt hier irgendwie, kann ich nichts mitmachen hier. Habe ich die jetzt alle direkt dabei oder was? Kann ich die direkt ausrüsten? Wahrscheinlich, ne? So, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Werden wir sehen. Die Waffen sind auch alle Prime. Hä, wo sind denn dann meine... Warte mal. Pakete. Ne, hier kann ich nur Pakete... Schwertbogen... Achso, das ist alles Prime. Okay. Ne, Code einlösen will ich nicht. Season Pass. Hier, Deluxe-Paket installiert. Muss ich damit irgendwas machen? Ne, Wüsten-Cobra-Paket. Das ist von Twitch, oder was? Das Wüsten-Cobra-Paket. Hinterhalt auf See? Was? Keine Ahnung. Ausrüstung. Hier kann ich nur Ausrüstung kaufen, ja. Okay, wir müssen gleich Faustling anmachen. Das ist ja im Menü schon schlimmes Tearing. Und Geld. Okay, und Geld. So, ich muss gerade mal nochmal in die Optionen und bei Grafik mal eben. Ah, das ist bei Anzeige, ne? Faustling. An. Adaptiv. Nee. Niedrige Frameraten haben wir wahrscheinlich eh nicht. So. Dann haben wir jetzt Faustling angemacht. Dann schauen wir einfach mal. Jetzt muss ich schon bei Loot suchen. Was? Oh, der Dingslink ist natürlich falsch, ne? Oder warte mal, funktioniert der noch? Ich muss mal ganz kurz raustabben hier. Ne, genau, der stimmt ja gar nicht mehr. Na egal, dann mache ich halt das Donation Goal aus. Weil die ganzen Links stimmen nicht von Streamlabs. Die stimmen ja alle gar nicht. So, warte. Loots müsste aber gehen, nur Streamlabs wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber Loot sollte funktionieren. Da müssen wir eben nochmal hier. Wo sind wir? Da sind wir. So, dann müssen wir das mal eben wegmachen. So. Genau, Loots funktioniert. Da war es immer schon Rainbird, aber Streamlabs, das dürfte nicht funktionieren. So, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Spielen. Neues Spiel. Wir spielen mal auf normal. Ich glaube, Kaira, du spielst auf schwer. Kann das sein? Ich spiele aber lieber auf normal. So. Dann blenden wir uns aus. Ubisoft präsentiert. Ja, Kaira spielt auf schwer. Wir spielen auf normal. Oase von Siva, 49 Futz.
Elefanten. Natürlich gehört sich so. Nee, normal. Ich bin ja ein normaler Mensch. Ptolemaios. Ich muss niemandem was beweisen, hier auf schwer spielen. Normal reicht völlig. Ist ja ein Spiel. Ein Jahr später, Knickpyramide. Du bist der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek! Wir werden dich finden! Wir werden dich finden, wenn du schläfst! Sieht schon ziemlich cool aus, ja. Ich schlafe nie. Ich warte nur in den Schatten. Und ich werde euch alle töten. Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva. Autsch. Was? Mein Herr ermordet und mich für tot gehalten. Das war ein Fehler. Dein Herr war ein Mörder. Ich habe ihm die Treue geschworen. Au. Das ist eine Frage der Ehre. Ich bin der Magi aus... Au. Dann bist du ein würdiger Gegner. Ich habe getroffen. Du magst schnell sein, Magi, aber ich bin stärker. Welche Teil soll ich mir holen? Dieser Ort wird einem von uns als Grab dienen. Mögest du es sein. Lassen wir die Waffen ruhen. Was? Nein, wir lassen keine Waffen ruhen. Achso, ausweichen. Eine Frage der Ehre. Wir kämpfen bis zum Tod. So soll es sein. Au. Ey, ich bin noch ausgewichen. R1 und was? Also, erstmal plündern. Was muss ich drücken? R1 und irgendwas anderes? Weg. Kein Ausgang. R1? Oh Gott, wie kompliziert. Okay. So. Yay, danke. R1 und R2 ist wirklich gewöhnungsbedürftig. So, Ausrüstung. Achso, kann ich noch gar nicht. Nahkampf. Kann ich das irgendwie auch wechseln? Ah, auch erst ab Stufe 5? Was? Das ist aber gemein. Aber guck mal hier. Wir nehmen das da. Ich auch einen anderen Schild. Ja, ein Schlangenschild. Kann ich zwei Waffen? Ah, ne, okay. Hilfsmittel kann ich auch noch nicht. Das sind ja wohl dann Deluxe-Items. Also, ich kann mir wieder einblenden. Ja, das sieht nach Deluxe-Items aus.
Und wir können uns jetzt auch hier als doch nicht als Ezio. Vergiftung beim Blocken, what the fuck? das war Deluxe, das ist. Ziehen wir doch mal Wüstenkobra einfach an. Warum nicht? Kann ich mich auch irgendwie drehen, den Charakter, dass ich ihn mal von vorne sehe? Nee, okay. Kann ich nicht. Fähigkeiten. Genau, wir haben ja schon. Wir sind Level 1 und haben schon 3 Punkte. Cheater-Version. Habe ich das jetzt? Ah, das habe ich schon. Okay, was könnte ich denn lernen? Attentats-EP, Kopfschuss-EP, Pfeilsammler, Regeneration. Das klingt ja sehr in meinem Spielstil passend. Mit dem linken Stick auf den Chart, dem rechts. Ah, danke, Kara. Gut, dass du da bist. Ich sage ja Backseat Gaming. Also nehmen wir mal die Regeneration. Schweren Angriff aufladen. Parieren. Luftangriff. Na, weiß ich nicht so ganz. Wir nehmen nochmal hier zusätzliche EP. Du plünderst automatisch Gegner. Das nehme ich auch mit. Komm. Oh, was? Ach, da brauche ich 2 für. Ich kann auch wieder gehen. Nein, Kyra! Nein, bitte geh nicht. Halte R2 gedrückt, ein voller zerbricht Turmschild, wirft Gegner zu Boden. Das klingt ja auch ziemlich nice. Wir nehmen das nochmal mit. So. Was jetzt hier irgendwie. Achso. Partner und Wanderer. Fangzahn. Guck mal, das Pferd hat Zähne. Aber wir bleiben beim Dings natürlich. So, da kann ich ja nichts ausrüsten. Da haben wir noch da einen Streitkolben, noch einen Speer. Unbewacht. So, warte mal. So. Ah, okay, ich verstehe. Okay. Ich will, dass Deluxe fährt. So, halte R2 gedrückt. Hier gibt es keinen Halt. Ich brauche einen Weg in einen anderen Raum. So, Animus-Dings. Da oben leuchtet irgendwas. Erstmal ein bisschen rein. Kann ich hüpfen? Ne, das ist Schleichen. Das ist irgendwas anderes. Der kann nicht hüpfen? Naja. Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Manche Bereiche verfügen über verborgene Eingänge. Ah. Friseursalon, oh ja. Okay, eine Fackel. Aha. Ah, das habe ich aber bei Kyra gesehen mit den Fackeln, aber habe ich die Hüpffähigkeit noch nicht erlernt? Kann das sein? Aber es sieht schon ziemlich cool aus. Ich hoffe, im Stream kommt das noch einigermaßen so rüber. Ich sehe es halt in Full HD und ihr leider nur in normalem HD. Überspringen. Ach, da springt er jetzt, ne? Zeigt mir das auch Schätze und so an? Ich weiß es gar nicht. Echt, so viele Frisuroptionen gibt es hier? Okay. Das ist ja auch ziemlich cool. Hochklettern. Ah, langsam lernen wir springen und klettern. Das ist sehr schön. Irgendwie. Das wurde sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Was ist das? Und was ist das? Hey, 4 Geld. 5, 3 und 3 Geld. Was hat er denn gerade für eine Frisur? Naja, der sieht gerade ein bisschen abgewrackt aus, der Gute. Der hüpft aber nur, wenn er muss, ne? Der hüpft noch nicht freiwillig. Der gute Mann. Ist das Gold? Sind hier Schätze? Oh, nimm das mit. Die Reichtümer der Vorfahren. Nimm es mit und wir werden reich.
Vergib mir, großer Amun. Aber das brauche ich. Achso, wir sind natürlich jetzt Grabräuber, ne? Das ist ja klar. Ich bewege mich auch nur, wenn ich muss. Ja, gut. da war noch was zum Plündern. Aber du bist ja auch nicht Bayek, du bist ja Kaira, glaube ich. Hä? Was macht der da? Kann ich hier was anzünden? Ah, macht er automatisch. Ah, das ist ja cool. Okay, ich glaube, den Animus-Dings da, das brauche ich öfter. Da ist ganz schön viel da hinten. Dann gehen wir nochmal da hin. Mit den Frisuren muss ich gleich mal gucken, Herzog. Ey, das ist doch... Wir sind ja Ägypter, ne? Wir sind ja auch irgendwie... einer von den Guten eigentlich und betreiben hier Grabräuberei. Das ist ja nicht so schön. Kann ich hier hoch? Okay. Oh, sehr gut, das geht sogar. Oh, Eisen und irgendeine Waffe. Ah, looten ist erstmal super. Ich hoffe, man hat kein begrenztes Inventar. Ach so, hier sind wir jetzt wieder. Oder? Sind wir jetzt über der Kammer, wo wir eben waren? Machst du nur, wenn dich Aya rasiert. Ach so. Oh, 200. Ne, das ist noch so ein Haufen. Das ist gar nicht derselbe Haufen. Das sind verschiedene Haufen gibt's hier. Du hast Haufen verpasst. Madel. Ich wusste nicht, dass mein Mann den Railbird rasiert. Ja, wird mal wieder Zeit. Schick den mal vorbei. Kaira. Guck mal, wie ich schon wieder aussehe, ey. Viel, ja. Den Anfang des Tutorials. Das Ding ist, dass ich gerade überhaupt gar nicht weiß, wo ich hin muss. Das sieht so aus, als sollte man da hoch. Oder zumindest könnte man da hoch, hochklettern. Sehr gut. Also am meisten hast du Loot verpasst, Madel. Ich habe gelootet. Ich habe Kaira neidisch gemacht mit meinem Deluxe-Inhalt. Ah, da kommt er hoch, Tatsache. Wo bin ich denn? Ich habe völlig die Orientierung verloren. Und das ganze Intro, ja, stimmt. Ja, ich drücke Kreis zum Runter... Was macht der denn da? Runterklettern. Ich drücke Kreis zum Runterklettern. Aber er macht nur Sit-Ups hier. Da springe ich halt runter. Schaue ich nachher im VOD, genau. Nur geringfügig. Aber ich habe ja gerade noch keine Lebensanzeige. Das heißt, vielleicht kann ich noch gar nicht sterben. Ich hätte es auch gern ein bisschen heller. Ach, guck mal, wir können hier Licht anmachen. Ach so, da können wir wieder hochklettern. Death Counter ist an? Nein, Death Counter ist nicht an. Könnte ich vielleicht, wenn ihr es unbedingt wollt, gleich anmachen. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich hin muss. Mach den mal wieder an. Ja, okay, mache ich gleich. Dafür, ja, okay. Es gibt auch Fallschaden. Ja, das habe ich bei Kaira des Öfteren gesehen. Ihre Freitode von Dächern hinab. Oh. Bing, bing, bing. Gerüchte. Nein, das habe ich live miterlebt, Kaira. Das waren keine Gerüchte. Das ist cool, wie die Spinnenweben hier verbrennen. Kann ich jetzt wie Dagobert Duck? Ah, nee. Oh,
Warum kletter ich auf irgendwelche Vogelstatuen? Ich brauche ja irgendwie einen Ausgang, ne? Ich glaube, das habe ich soweit mitbekommen. Ich mache nochmal einen Animus-Impuls hier. Da oben ist Licht. Aber hier ist überall so ein bisschen Licht. Ich weiß leider gerade nicht, wo ich hin muss. Kann man Loot aufleuchten lassen? Ja, mit dem Animus-Impuls. Dann sind da diese Animus-Dreiecke drüber, über dem Loot. Na komm, da kommst du wohl hoch, oder nicht? Ja. Hä? Sehr praktisch, ja, allerdings. Laufe ich gerade wieder zurück? Da oben ist zum Beispiel irgendwas. Dieser Feld sieht auch aus, könnte man etwas machen, kann man aber nicht. Ja, ich würde sagen, ich werde niemals aus dieser Pyramide oder wo auch immer. Doch, wir sind in der Knickpyramide, ne? Ich werde hier, glaube ich, niemals rauskommen. Weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Es sieht zwar alles sehr schön aus. Aber das hilft uns recht wenig, wenn wir hier für immer drin bleiben. Da helfen mir auch meine Deluxe-Sachen. Hast du hier noch keine Map? 3 Stunden Intro, ja. Habe ich keine Map? Doch, ich habe eine Map. Age 20 Delirious. Was? Ich bin da. Aber diese Map hilft mir überhaupt nicht. Was ist das? Ist das ein anderer Gegner oder was? Also ein anderer Spieler, meine ich. Also die Map hilft mir leider überhaupt nicht. Mensch, dieser Felsen, der passt da so überhaupt gar nicht rein, als wäre da irgendwas. Aber da ist überhaupt gar nichts. Ja, ist schön hier. Wir gewöhnen uns einfach dran. Wir werden jetzt hier in dieser Pyramide leben, glaube ich. Leben und sterben in dieser Pyramide. Es gibt aber auch keine weiteren Infos vom Spiel. Das ist ein Foto. Dieser Age 20 Delicious ist ein. Hat einer ein Foto gemacht oder was? Das klingt doch nach einem Username von irgendjemandem. Das ist doch nichts von Ubisoft, oder? Hier waren wir auch schon. Hier haben wir schon die Reichtümer da gelootet. Huch, ich hänge fest. Hier waren wir auch schon. Hier haben wir sogar schon Licht angemacht. Könnte da vielleicht drauf, genau. Da könnte es wieder runterklettern. Hier waren wir aber auch schon, genau. Hier habe ich auch schon gelootet, ich erinnere mich. Und hier komme ich ja wieder... Hä? Mach nochmal hier Licht an. Ah, okay. Hallo übrigens, genau. Hallo, schön, dass du da bist. Wir suchen hier munter den Ausgang. Kannst ja einen Wegpunkt weiter oben auf der Karte setzen. Ja, aber die Karte... Dann weißt du wenigstens die Richtung. Wenn ich halt wüsste, wo ich... Warte mal, Ziel. Was? Das sind meine Ziele. Ach so, die Ziele, die ich töten will, ja? Keine Quest verfügbar. Ach stimmt, du siehst Fotos von anderen. Ah, okay. Kann ich denn hier irgendwie... Hier, so kann ich nur rein und raus zoomen. Ich weiß ja gar nicht mal, wo der Ausgang ist. Ist hier der Ausgang? Oder ist hier der Ausgang? Ich mach mal hier eine Markierung hin. Gucken wir mal, ob das die richtige Richtung ist vielleicht. Und
da kommen wir schon mal, den direkten Weg kommen wir schon mal nicht lang. Es tut mir leid, wenn und dass ich mich hier gerade mega doof anstelle. Aber... ich habe mich einfach komplett verlaufen hier drin. Da oben ist Licht. Komme ich da nicht irgendwie hin? Oder ist das ein Grafikfehler? Okay, es scheint ein ist ein Grafikfehler. Aber da ist Licht. Aber da komme ich auch niemals hin. Waren wir hier rechts schon? Ich kann klettern, ja. Das stimmt. Aber da hoch? Hier? Hier waren wir auch schon. Ja, ich erinnere mich. Immer raufschauen und klettern. Ah! Ah! Da ist ein Ziel! Wo kommt das denn her? Hä? Oder war das jetzt mein Ziel? Drücke... da oben. Licht. Yay! Ich hab's gefunden! Drücke R2, um die Fackel fallen zu lassen. Okay. Ich bin raus! So, sind wir gucken, dass wir irgendwie hochkommen. Awesome! Danke, Madel. Okay, da kommen wir scheinbar nicht hoch. Aber da kommen wir hoch. So. Danke! Oh, das ist schade, Athanaus, aber macht nichts. Dann spinnt Twitch da wahrscheinlich ein bisschen rum. Durchbricht die Wand. R1. Bam! Oh, hell.